In meiner Küche ist es einer Woche 10 nach 7. Die Batterien sind leer, die Uhr ist stehen geblieben. Jo, also wie gefällt's dir hier? Oh, ich hab Spaß. Liegt sich gut auf der Wiese im Schatten? Gerade so. Na wunderbar. Kann ein bisschen bequemer sein. Wäre schön, wenn frisch gewischt wäre. Und keine Kopfkissen auf dieser Rasenfläche. Furchtbar. Und wen haben wir denn hier? Hi, ich bin Anni. Ich bin Drehleier-Spielerin bei Grenzeit und spiele Dudelsack bei Comus Vagantes. Und hab noch so diverse andere Projekte. Und habe außerdem einen YouTube-Kanal. Ja, was möchtest du wissen? Ich freue mich total, dass wir auf derselben Veranstaltung sind, weil ich konnte endlich dich mal. ja oft genug hören. Ja, von den Schandgesellen, unser Zisterspieler ist seit langen Jahren immer ein Riesenfan von dir. Ja, natürlich. Und hat uns natürlich auch ein bisschen angesteckt. Ich meine, ich liebe Drehleier, wenn sie gut gestimmt ist und funktioniert. Ich hasse Drehleier als Instrument zum Aber selber stimmen. Ein nicht gestimmter Dudelsack ist immer noch schlimmer als eine nicht gestimmte Drehleier. Glaube ich. Also mein es Gefühl. Kommt drauf an, wenn der Dudelsack nicht lauter ist als die Drehleier, ist es gleich. Das Problem am Dudelsack ist meistens, dass es ein lauter Dudelsack ist. Also ein ungestimmtes Hümmelchen ist auch nicht schlimmer als ein ungestimmte Drehleier. Ist überhaupt ungestimmte Gitarren sind dann auch nicht gut. Also eigentlich ist alles nicht gestimmt. Nicht gut. Selbst wir müssen immer in guter Stimmung sein. Das hilft einfach. Ja. Wenn ich die nächsten 2 wieder spielen werde, sind übrigens nur noch 2 Stück da. Also, wo es gefällt, dort an Marien wenden. In meiner Küche ist es einer Woche 10 nach 7. Batterien sind leer, die Uhr ist stehen geblieben. Nächste, ja, das ist halt ein kleines Spiel, ich bin direkt so aufgeregt. Will nicht den Alltag nicht ergeben, einfach mal die Schultern heben. Nee, ihr spielt noch einen Gig? Genau, um 16 Uhr sind wir nochmal dran und ja, Stimmung ist super hier. Das ja, also, ich nur mal kurz anmerken. Also wirklich, ja, ich bin also wirklich total, mega. Total überrascht, wie gut die Stimmung hier ist. Also man denkt ja, jetzt so mit dieser ganzen Geschichte und so, alle sind so ein bisschen vorsichtig, aber Party. Ja, also, aber eben witzigerweise auch rücksichtsvolle Party. Also es ist jetzt nicht so, ja, dass hier die Betrunkenen rumgetorkelt kommen und es ist auch wirklich, es gibt hier paarweise sitzen Leute, dazwischen immer Abstand, an den Ständen setzen die Leute ihre Masken auf, an den Tischen ist es so, dass man sich da als Grüppchen hinsetzen darf, also in Österreich ist es ja auch in der Gastronomie so, dass sich Gruppen zusammen an den Tisch setzen dürfen, ohne Masken logischerweise, wäre auch schlecht zum Essen sonst. Und nee, ich bin jetzt um 15.30 Uhr nochmal da bis 16 Uhr. Ich werde euch den Auftritt dann nicht mehr wirklich mitbekommen. Da laden wir schon ein und fahren zurück nach Österreich. Schade. Ja, ich habe keine Ahnung, ob ich für dieses YouTube-Video dann auch noch von der Rückfahrt was filmen werde. Aber zumindest finde ich super, einen kleinen Eindruck hier reingekommen zu haben. Vielleicht blende ich noch ein kurzes Bild ein von ihren Bandkollegen von Comus Vagantes. Die lagen da hinten vorhin in der Wiese beim Konzert von Sören. Also, das Foto fand ich irgendwie super. Also, wir sehen uns dann sozusagen in der nächsten Szene. Ciao. Tschüss. Schönen guten Tag, ich bin der Maniac. Vielleicht hast du mich schon mal gesehen im Chat bei KVTV. Kauft seine CDs, er ist ein wunderbarer Mensch. Ich habe viel Spaß mit ihm gehabt hier auf dem Herbstreigen dieses Jahr. Und ja, schaut mal hier vorbei, YouTube, Twitch, wo auch immer. Ja, für mich ist jetzt nur noch ein Auftritt heute, weil wir dank des Veranstalters hier, dank an den dunklen Parabelritter, ein bisschen früher raus dürfen, damit wir die Nachtfahrt nach Wien-Umgebung gut schaffen. Im Moment spielen noch Sören, gleich noch mehr zu Sören, den werden wir uns noch abfangen und mal gucken, wen ich so heute noch irgendwo vor die Kamera kriege.
Aber schaut auch ein bisschen auf Insta nach Fotos, beziehungsweise TikTok haben wir ein paar Videos aufgenommen. Wir sehen uns dann irgendwo hier. Ja, meine Lieben, im Moment spielen noch hier Cumes Vagantes, aber es sind schon Corvus Corax eingetroffen. Und ja, und müssen natürlich Abstand halten, das ist ganz klar. Aber, meine Lieben, die werden heute Abend noch so richtig abrocken hier. Was ich euch dann nicht mehr zeigen kann, weil leider Gottes bin ich dann schon weg. Bin ich auf der Straße, aber auf jeden Fall großer Freund von Corvus Corax seit der gelben Scheibe. Der allerersten, glaube ich, war das. Einfach super toll. Bis denn. Ciao. Hallo Sören. Hallo Arnold. Ja, wir haben ja gestern haben wir mal kurz gesungen. Das, seht ihr schon auf TikTok. Ich finde das grandios, ja. Es war einfach weder geprobt, noch vorbesprochen, noch irgendeine Tonart, gar nicht. Wir haben einfach der Merseburger Zauberspruch. Einfach so, für euch. Ja, wie gefällt es dir hier eigentlich so derzeit? Super herrlich. Ich finde es total geil. Es ist mein erster Mittelaltermarkt dieses Jahr. Es ist mein erster Auftritt dieses Jahr. Also normalerweise bin ich ja ab April unterwegs und das ist so, oh Gott, ich habe Leute, die reagieren auf das, was ich spiele, verstehst du? Wahnsinn. Ohne Donations. Ohne Donations, ja. Ja, also ich verlinke euch natürlich von Sören nicht nur den YouTube-Kanal, sondern auch den Twitch-Kanal, weil wichtig, ne? Ich meine, wir müssen uns sozusagen gegenseitig auch ein bisschen hier helfen und jo. Ich habe übrigens eben ganz, ganz vergessen, ich wollte eigentlich wirklich noch mein ganzes Publikum mitnehmen, aufstehen und dann ohne Einsteckung, also halt rausziehen das Kabel und mit allen Leuten hier runterkommen und einen Live-Raid zu machen. Gleich funktioniert das nicht mehr, weil gleich diese Pause ist. Ja, ja, echt doof, ne? Aber ich habe gehört, jetzt sind 15:30 wieder dran. Ich habe mal wieder YouTube-mäßig vergeigt, natürlich. Ihr hört im Hintergrund Cumes Vagantes. Ich habe es wieder vergeigt, irgendwie einen Marktbericht zu machen. Aber ich habe gespielt, es waren Fans da, es war einfach grandios. Viel Interaktion. Wir haben immer bemüht, auch schön Abstand zu halten. Ich habe bei Selfies immer geschaut, eine Zisterlänge oder eine Dudelsack-Bordudellänge Abstand zu haben. Also wir sind auch alle mit entsprechenden Masken ausgerüstet. An diversen Ständen musste Maske tragen. Wir ziehen das hier wirklich beinhart durch. Das ist wirklich ganz toll, dass die Leute hier Rücksicht nehmen. Und ich denke, unter diesen Umständen ist es auch möglich, öfters solche Dinge zu machen. Was ist dein nächster Auftritt dann? Mein nächster Auftritt sind erstmal zwei private. Und dann habe ich noch einen im November in der Nähe von Hannover, glaube ich. Also bei dir ist noch immer sehr dünn gesät. Ja, ja, sehr dünn, ja. Also schaut einfach auf mein YouTube-Video Termine, 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 weil wir jetzt jedes Wochenende auftreten mit den Schandgesellen die nächsten 4 Wochen. Also wir sehen uns dann. Und ich möchte mich herzlich bedanken für die Zusammenarbeit, weil allein wie wir uns teilweise das Publikum in die Hand gegeben haben, war wirklich schön. Es gab Applaus, weil wir einfach nur gefragt haben, bist du fertig? Ja, gut, in Ordnung. Dann machst du jetzt weiter. Ja, klar. Man muss dazu sagen, wir haben das gefragt von einer Bühne zur anderen, also in ungefähr 100 Meter Luftlinie, 80 Meter Luftlinie. Das sind nur 80 Meter? 100 vielleicht. Ja. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall eine Strecke. So. Wir haben ja laute Organe. Ja, glücklicherweise. Aber den Dank gebe ich sehr, sehr gerne zurück. Vielen Dank. Nee, war also wirklich super. Es war überhaupt auch alle Leute, obwohl wir viel Chaos hatten, haben alle gut zusammengearbeitet. Es war ein tolles Wochenende und ich freue mich schon, wenn ich wieder zu Hause bin. Ihr seht das Video leider nicht rechtzeitig, dass ich euch sage, jetzt Montagmorgen Musik findet statt, aber ich werde das auf allen Social Media bekannt geben. Und für alle, die nicht wissen, dass es Montagmorgen Musik gibt, jede Woche Montagmorgen gibt es Montagmorgen Musik auf Twitch, auf Kabau TV. Wir sehen uns dann bis die Tage. Tschüss, euer Arnulf auf Kabau TV. Tschüss. Sören verabschiedet sich auch. Und vielen Dank an den dunklen Parabelritter für diesen wundervollen Markt. Jo, das war geil. Ich kam hierher wegen einem Raid auf Twitch. Ich finde das nur schräg. Das Leben ist schräg, es ist toll. Ich liebe es.